Und über diese Frage wollen wir sprechen, und zwar mit der Politökonomin und Transformationsforscherin Professor Maya Göpel. Guten Abend, Frau Göpel. Einen wunderschönen guten Abend. Es passieren gerade Dinge, die wir vor ein paar Wochen niemals für möglich gehalten hätten, mit vielen negativen Konsequenzen. Man sieht aber auch, die Menschen werden kreativ und plötzlich geht vieles digital, was vorher undenkbar war. Ist diese Krise also auch eine Chance und in welchen Bereichen sehen Sie das größte Potenzial? Also ich glaube, eines der größten Potenziale liegt ja darin, dass wir angefangen haben, wieder ein bisschen systemisch zu denken, also in Prozessen, und uns wieder viel mehr fragen, wo kommen die Dinge eigentlich her? Also wenn ich im Supermarkt stehe und auf einmal ist nicht mehr einfach alles da, sondern ich fange an nachzufragen, wo kommt es her, wer ist daran beteiligt, wie sind die Menschen im Zweifel eben vergütet, die ganze Frage nach den systemrelevanten Jobs, die jetzt aufploppt, aber natürlich auch, wieso sind Wertschöpfungsketten und Versorgungsketten manchmal verfügbar und manchmal vielleicht nicht. Und das hilft uns natürlich auch wirklich darüber nachzudenken, wo kommt es her und wo soll es langfristig herkommen. Die Krise zeigt auch, wie viel die Politik in kurzer Zeit bewegen kann. Gigantische Hilfspakete wurden geschnürt, drastische Beschränkungen erlassen. Jetzt wird über den richtigen Fahrplan zurück in die Normalität diskutiert. Wird da der richtige Fokus gelegt? Na, also anschließend an das, was ich eben gesagt habe, ist ja die genau spannende Frage aus der Nachhaltigkeitsforschung immer, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass langfristig die Lebensgrundlagen für Menschen gesichert sind? Also nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern auch die Lebensmittelversorgung beispielsweise und Energieversorgung in einer Art und Weise zu organisieren, die eben uns nicht in noch mehr riskante Zonen der Entwicklung führt. Und das ist, glaube ich, das, was uns momentan verloren gegangen ist. Wir haben ja vor der Corona-Krise ganz klaren Fahrplan gehabt, haben noch im Januar darüber diskutiert, dass das Weltwirtschaftsforum die globalen Risikenberichte rausgegeben hat. Und da waren die Top-Risiken eben alle Umweltfragen. Und das dürfen wir jetzt auch nicht verdrängen. Sonst manövrieren wir uns aus der Krise raus in die nächsten Reihen. Sie gehören zu den Initiatoren von Scientists for Future. Nun hat die Corona-Krise allerdings ja trotzdem bewirkt, dass kaum noch über Klimaschutz geredet wird. Auch die hohen Zustimmungswerte der Grünen gehen zurück. Was glauben Sie, wie wird sich das weiterentwickeln? Also insgesamt wird es ein Suchprozess bleiben, weil wir auch noch gar nicht genau wissen, wann springt Konjunktur wieder an, wann können wir mit normalen Bedingungen von Wirtschaften überhaupt wieder rechnen. Das heißt, die Form von Begrünungsprogrammen oder Transformationsprogrammen für erneuerbare Energien, für bessere Transport, für Kreislaufwirtschaft, die vorher geschnürt wurden, müssen wir jetzt an eine komplett andere Situation im Grunde genommen anpassen. Und deshalb wird der Suchprozess bestehen bleiben, je nachdem, wie die Pandemie sich ausbreitet. Aber der Fokus, wenn wir öffentliches Geld in die Hand nehmen, sollte ganz sicherlich darauf liegen, dass wir damit die Strukturen der Versorgungssicherheit versuchen, in die Welt zu bringen, die das nachhaltig auch leisten können. Vielen Dank, Frau Göpel, für das Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich.